Nö, eigentlich nicht. Es sah gerade so aus, als ob sich die Webcam bewegen würde. Was wollte ich sagen? Genau. Wenn ich dann endlich, also wenn ich dann selber das Gras gesammelt habe, das bisschen, was ich davor habe, selber zu sammeln, dann habe ich auch wieder einen freien Kopf und kann mich darum kümmern, dass die ganzen Gerätschaften gewaschen werden und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade ist echt so ein bisschen heavy. Ne? Das eine wird fertig, das andere ist durch. Wir haben kein Fressen mehr für die Tiere. Das ist halt momentan richtig schlimm. Meiner Meinung nach. Und da müssen wir jetzt halt als allererstes zusehen, dass wir das auf die Reihe kriegen wieder. Ob ich das heute überhaupt jetzt in diesen 2 Stunden überhaupt auf die Reihe kriege, weiß ich gar nicht. Weil bis auf Stroh ist hier irgendwie nichts. Und vom Stroh brauchen wir eigentlich nie so sonderlich viel, ne? Und ich habe natürlich jetzt auch eine Mietzeit hier auf dem Fahrzeug, auf dem Gerät, die wir auch einhalten müssen. Da darf ich natürlich auch nicht überziehen. Na gut, wir holen uns erstmal den Schwung, das bisschen Gras. Also es ist ja tatsächlich auf den kleinen Wiesen nicht viel Gras, aber es ist Gras, was ich nicht unbedingt sage, das will ich jetzt nicht haben oder so. Auf gar keinen Fall. Der Karl hängt gerade im Verkehr fest. Müssen wir mal gleich gucken, ob der sich selber befreien kann oder ob ich eingreifen muss. Momentan ist es nur einer, der da festhängt. Das ist eigentlich immer ganz, ganz angenehm, denn sobald es 2 werden, wird's eklig. Ah, da wäre eine Einfahrt gewesen, ne? Hab ich übersehen. Naja, fahren wir hier vorne rein. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ich mach das mal von der Außenansicht, dann sehe ich die schwarz besser. Und ich weiß gar nicht, wo Startpunkt war. Ich glaube, hier vorne irgendwo, ne? Ich glaube, ja. Das ist tatsächlich nicht viel, was hier liegt, ne? Da werde ich gar nicht so viel zum Einsammeln haben. Aber es ist trotzdem Gras. Und Gras ist wichtig. Gras ist immer so das, was man am wenigsten hat, ne? Deswegen haben wir ja auch das Feld 14 jetzt komplett gekauft und für Gras gedrillt, ne? Gras ist halt, guck mal, es ist halt kaum was hier liegt, ne? Oh. Aber trotzdem ist das wieder was. Weil daraus können wir jetzt wieder Mischfutter machen. Und das noch nicht mal wenig. Man muss ja immer bedenken, ne? Das, was ich jetzt hier an Gras kriege, daraus kann ich dann die dreifache Menge, also das Dreifache von der Menge Gras, wird dann später Mischfutter, weil es ja jeweils ein Anteil noch Silage und ein Anteil Stroh gibt. Und dann lohnt sich das schon wieder, ne? Wenn wir jetzt hier quasi jetzt in 10.000 gleich drin, 30.000 Mischfutter, da kann man schon wieder, da haben die ein bisschen was zu naschen, die Kühe. Da freuen die sich dann auch. Da sagen sie auch, oh lecker, das ist doch von der Wiese neben der Brauerei. So, ich hoffe, ich kriege auch alles mit, weil was liegen lassen wäre fatal. Etwas liegen zu lassen wäre nicht so gut. Und ich mache mal wieder was selber. Juhu, der Tizi macht was selber. Man hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich einen Traktor auch außerhalb der Straße bewegen kann. Aber es geht. So. Ich fahre mal einmal da vorne den Fleck nochmal ab. Und dann müssen wir... Genau das Stück. Den kleinen Fleck hier vorne noch. Beziehungsweise den Streifen einmal entlang. Naja, doch fast 20.000 runtergekriegt von dieser kleinen Wiese, ne? Was denn ja wiederum bedeutet, hier draus kann ich dann 60.000 Liter Mischration machen. So. Maschine aus, Pickup hoch. Weiter geht's zur nächsten Wiese.
Weiter geht's zur nächsten Wiese. Wie sieht die Karre eigentlich von außen aus? Sau dreckig, ne? Aber gut, was willst du machen? Wir mussten halt zusehen, dass wir von A nach B kommen, ne? Und jetzt ein bisschen Gas geben. Wir können ja nicht, oh. Wir können jetzt ja nicht rumchillen. Brennt halt gerade, ne? Es ist halt Action angesagt. Sind hier jetzt nicht mehr beim Farming-Simulator? Ne, wir sind jetzt beim Action-Simulator. Gas geben. Ich meine jetzt ein Autorennspiel. Nee. Das nicht. Wo ist der Anfang? Ich würde gerne mal den Anfang entlang fahren, aber ich sehe den immer nicht. Mal gucken, wo da der Streifen hier hingeht. Ja, das ist anscheinend ist hier, da vorne ist so eine Kurve, ne? Ja. Ich glaube, hier gab es nämlich gar keine. Ja. Das war alles komplett Vorgewende. Das ganze Feld. Hat auch seinen Vorteil, dann braucht man nur im Kreis fahren die ganze Zeit. Ist auch schön. Oder? Wo geht das jetzt hin? Oh, wir folgen einfach mal der Spur. Steyr Multi dreht durch. Da muss ich mal hingucken. Das ist jetzt auch rot. Knallrot ist immer ein bisschen blöd. Und hier wäre er auch tatsächlich jetzt nicht alleine rausgekommen. So. Du willst auch getankt werden? Du bist doch an der Tankstelle vorhin vorbeigefahren. Naja, vielleicht auch. Vielleicht auch nicht so. So. Weiter geht's. Die Abfahrhelfersteuerung kann eigentlich mal weg. Die brauche ich gerade gar nicht. So. Einmal den Anhänger rumziehen. Ohne. Ah. Ohne komme ich leider nicht aus. Ohne zurückzusetzen. So. Jetzt aber, ne? Jetzt haben wir's. Jetzt kommt die letzte Runde quasi. Ah, guckt euch das mal an, ey. Das ist ja so den einen Schnipsel da vorne noch mitgenommen. Es ist halt nicht so viel, ne, was hier liegt. Aber alles Gras. Gras ist wichtig. Damit wir schön, gesunde und frische und leckere Milch bekommen. Die Frage ist, kriege ich die kleine Wiese auch noch rein oder sollte ich mal lieber zwischenfahren? Ich glaube, die kleine Wiese kriege ich auch noch rein, ne? Die Mietdauer war jetzt ein bisschen hoch, aber na gut, dadurch ist es halt ein bisschen... Obwohl, ich kann ihn auch noch mit dem Fahrzeug dann aus Feld 10 sticken, ne? Dafür habe ich ja die ganzen Strecken. Ich habe das jetzt ja selber gefahren, weil ich keine Lust hatte, hierfür jetzt noch großartig Strecken einzufahren. Deswegen habe ich das jetzt ja mehr oder weniger selber gemacht. Ich war zu faul, Strecken einzufahren. Deswegen fahre ich selber. Das ist eigentlich auch eine ganz schön blöde Logik, ne? Aber naja. Na, 10% würden noch reingehen. Es könnte sein, dass dort drüben auf der kleinen Wiese deutlich mehr liegt. Deswegen machen wir Folgendes. Ich werde jetzt... Da vorne ist auch eine Ausfahrt, ne? Oder? Ja. Dann kann ich da vorne das bisschen noch mitnehmen. Ich werde jetzt einmal hochfahren zum Kuhstall. Ausleeren. Dann fahren wir rüber zu dem kleinen Feld. Zu dieser kleinen Mähmissionswiese. Und da werde ich dann selber noch einsammeln. Und dann kann er beim Feld 10 selbstständig anfangen einzusammeln. Dann machen wir nämlich so. Ah, jetzt, guck mal hier, Stefan tankt gerade. Dann machen wir es nämlich so, dass er auf Feld 10 selbstständig sammelt und so. Das ist eine ziemlich gute Idee, so machen wir das. Und dann kann ich mich in der Zwischenzeit mal darum kümmern, dass A, Fahrzeuge gewaschen werden, beziehungsweise Gerät gewaschen wird, was da so rumliegt an den Waschplätzen. Und B, kann ich dann besser auf Sachen reagieren, wenn irgendwo jemand hängt oder so. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ich frage mich gerade, habe ich zur... Ne, bei der kleinen Mähmissionswiese habe ich gar nichts eingestellt bis jetzt, meine ich.
Fahre ich hier den Feldweg hoch? Ja, ich fahre hier den Feldweg hoch. Fahren wir einmal um die anderen Felder rum, aber das ist ja nicht schlimm. Da sehen wir gleich, wie weit die Ernte ist und so. Da ist auch noch eine Wiese, ein Feld, ne, was wir uns mal gerne gönnen könnten. Aber es gibt noch so viel auf dieser ganzen Karte, was wir noch nicht geschafft haben, ne? Andererseits, wir sind auch erst im 5. Spieltag. Das ist halt der Wahnsinn, ne? Aber gut, wenn ich... Gut, ich spiele halt Echtzeit und immer nur pro Aufnahmesession zwei Stunden und so. Dass das dann halt alles ein bisschen dauert, ist klar. Und wenn ich mich hier so im Berg gerade hochquäle, ist es natürlich auch klar, dass es dann dauert, ne? So. Immerhin sind wir hier jetzt rumgekommen. Wie sieht das Feld aus? Das ist auch noch nicht fertig, ne? Aber bald. War cool, wenn hier Mais fertig wird, dann haben wir da. Da wächst ja gerade. Eigentlich müsste ich nach da zeigen, ne? Ist ja auch egal. Gegenverkehr. Auf jeden Fall, das Maisfeld. Oder der Mais auf Feld 22 ist ja fürs Fahrsilo gedacht bei den Kühen. Und wenn wir das dann endlich, wenn wir das dann haben, das ist auch wieder gut. Hier liegt auch überall diese Scheiße noch drauf, die blöde Textur. Verhindert jetzt diese blöde Textur? Oder habe ich hier nichts reingedrillt? Doch eigentlich ja, ne? Oh Gott, ey, wie ist das Feld denn geworden? Warum sieht das denn so komisch aus? Nee, das ist noch eine andere Stufe. Alles klar. Ich dachte schon, dass da irgendwie... Entweder, dass die Textur das jetzt verhindert, dass da die Frucht durchkommt oder. Oder vielleicht gar keine Frucht drin ist. Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Aber nee, das ist... die ist noch eine Stufe drunter, dass da noch keine... Die Textur noch nicht gewechselt hat. Dass die Frucht noch nicht sprießt. Naja. Ja, genau. Dann kann Ernie nämlich gleich... Also wir fahren jetzt gleich noch die kleine Mähwiese einsammeln. Die Wiese von der Mähmission. Und dann schicke ich Ernie los aufs Feld, auf die Wiese beim Feld 10. Und da hängen jetzt zwei fest. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Vorher will ich aber zum Kuhstall und schon mal das Entladen beginnen. 50k ist halt auch ganz gut, ne? Also 50 Tonnen Gras wieder zu haben, ist auch eine feine Sache. Und das durch die beiden kleinen Wiesen, ne? Guten Tag. Ich habe hier was zum Abliefern. Jo. Das läuft. Was habt ihr jetzt für ein Problem? Ah, ihr steht euch irgendwie im... Ah, ihr habt noch gar nicht angefangen. Alles klar. Ihr habt noch gar nicht angefangen mit eurer Arbeit, weil ihr euch noch im Kreis dreht die ganze Zeit. Das ist doch schön. Beziehungsweise, ja, keine Ahnung, wer sich da im Kreis gedreht hat die ganze Zeit. Aber irgendwie waren die dabei, sich im Kreis zu drehen. Sind nicht auf den ersten Bubble raufgekommen. Oder Matthias ist nicht draufgekommen. Das kann natürlich sein. Naja, egal. Egal, das wird jetzt schon laufen. So, hier ist alles raus. Dann fahren wir mal mit Ernie seinem Tracker, mit dem New Holland River, zur kleinen Wiese bei der Mähmission. Habe ich jetzt ja schon zu 20.000 Mal gesagt. Und sehen zu, dass wir da denn das Gras schnell einsammeln und dann, wir können schon mal für Wiese 10 alles einstellen, ne? 10, und zwar ich brauche das Schwaden auf jeden Fall, glaube ich. Und das Teil brauche ich, glaube ich, auch, ne? Ja. Das sieht gut aus. Oder hätten wir nur Kühe gebraucht? Nee, ne? Ich glaube. Dann ist die Wiese nicht dabei. Denn war die Wiese, ist die Wiese nicht dabei. Die Herr Wiese. So, zack. Das haben wir eingestellt, das passt.
Ah, das ist das Schöne, denn dann ist hier quasi Ernie auch wieder am Start. Dann kann ich mich auch so um Jan kümmern. Genau, dann kann ich bei Jan mal reingucken, was da los ist. Kann ihn quasi endlich davon befreien, dass er nicht mehr da am Bauernhof rumsteht und oder nicht beim Lohnunternehmer rumsteht und nicht weiß, was er machen soll. Können wir uns nämlich wieder ein bisschen um die Kartoffelwaschanlage kümmern. Wobei die wahrscheinlich ganz wenig Aufmerksamkeit benötigt derzeit. Vielleicht sind die Kartoffeln wieder fertig. Obwohl. Ach krass! Schon wieder 50 Minuten, ey. Puff, weg ist die Zeit. Und na gut, bis ich jetzt bei Jan bin, weil ich jetzt ja noch die andere Wiese schnell einsammeln möchte. Obwohl, das machen wir anders. Das machen wir anders. Die kann er selber einsammeln schnell. Mission. Genau. Die sammelt Ernie schnell selber ein. Ich fahre ihn nur hin. Dann sammelt er die schnell selber ein. Gibt mir wieder eine Meldung, dass er fertig ist. Und dann bringe ich ihn rüber zur anderen Wiese und dann kann er da weitermachen. Das ist eine ziemlich gute Idee. Soll ich das bei den kleinen Wiesen eigentlich auch machen sollen? Aber okay, ich wollte halt auch gerne mal wieder ein bisschen selber was machen. Ein bisschen selber mit dem Tracker durch die Gegend fahren. Und mal gucken, was es da so gibt. Zack. Das Teil einmal beiseite. Weil er tut sich aber auch schwer mit dem Anhänger, ne? Das ist schon, die brauchen schon gut Schmackes, ey. Die brauchen schon gut Bums, damit sie hier irgendwo hochkommen. Das ist der Wahnsinn. Da stand Jan gerade rum und wusste nichts mit sich anzufangen. Ich hoffe, mir kommt keiner entgegen. Nö. Ich hab die Kurve ein bisschen geschnitten. Wie sieht's bei euch aus? Ihr habt noch gut zu tun, ne? Ja. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, wisst ihr, was wir gleich machen werden? Wir werden mal wieder ein kleines Bildchen für Instagram machen. Für Instagram. Pass mal auf. Und zwar fahren wir gleich mal von außen. Wäre natürlich schön, wenn Ernie mal seinen Trecker gewaschen hätte, aber macht er ja nicht. Er ist ja so eine Pottsau. Kappa. So, pass mal auf. Fangen wir beim ersten an. Das kommt weg. Achso, die Bubbles will ich auch weg haben. Achso, sind weg. So oder so. So ist halt auch cool, ne? F12. Jo, alles klar. Oder so. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da bzw. ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map to Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.